Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Side-Easter Egg machen könnt mit Serge seinen Kopf, indem ihr einen Free Perk und einen Cypher bekommt. Als allererstes müsst ihr Strom und Pack-Up Punch freischalten, Leute. Und wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr das Wahrheitsserum herstellen. Für all die, die nicht wissen, wie es geht, werde ich es nochmal oben in der Infokarte verlinken. Könnt ihr mal reinschauen. Und wenn ihr das dann gemacht habt, Leute, nehmt ihr den Verteiler und platziert es dann da bei der Omega Portalkammer unten auf diese Klimaanlage. Wenn ihr das gemacht habt, dann geht ihr runter zu Dr. Peck und er wird anfangen zu tanzen, Leute. Ihr wartet hier so lange, bis ihr wieder mit ihm sprechen könnt. Und wenn er dann ausgesprochen hat, wird er euch sagen, dass ihr zum Datenzentrum sollt. So Leute, dann geht ihr zum Datenzentrum und im oberen Stockwerk ganz hinten habt ihr dann diese Maschine hier. Da betätigt ihr einmal und dann nehmt ihr euch eine Essenzfalle raus. Als nächstes müssen wir Serges Kopf finden. Und für den gibt es unterschiedliche Spawns, Leute. Pro Verteidigung gibt es zwei Spawns. Ich fange mal an mit der verbrannten Verteidigung. Und zwar ist ein möglicher Spot hier beim Bunker neben der Treppe hinter diesem Zaun. Und der zweite Spot befindet sich gegenüber von dem Auge an diesen Kisten hier. Und zwar hier oben drauf. Bei der Dschungelverteidigung ist der erste Spot hier unten neben der Palette. Und der zweite Spot befindet sich hier unten bei der Palme in dem Busch bzw. dazwischen. Die letzten zwei Spots sind bei der steinigen Verteidigung einmal hier unten an der Treppe. Und der zweite Spot befindet sich ein bisschen weiter hinten. Ihr lauft bis zum anderen Ende und zwar bei den Fässern hier in diesem Busch. Wenn ihr den Kopf dann gefunden habt, dann hebt den Kopf auf. Achtung, wenn ihr den Kopf habt, dann könnt ihr nicht schlagen, schießen oder springen. Und ihr müsst den Kopf jetzt zum Feldlazarett bringen. Platziert den Kopf hier hinten auf diese Waage oder was auch immer das sein soll. Und als nächstes braucht ihr einen normalen Zombie. Den müsst ihr low machen und mit der Essenzfalle einfangen. Die Essenzfalle wirft ihr und drückt zweimal die Sprengentaste, so wie beim C4. Und wenn ihr den Zombie dann gefangen habt, dann hebt diese Falle wieder auf und platziert sie rechts neben den Kopf. Wenn ihr das dann richtig gemacht habt, Leute, dann seht ihr den Kopf so in die Luft steigen und er redet dann irgendwelche Zahlen vor sich hin. So, als nächstes müsst ihr dann zum Büro des Obers gehen, denn dort könnt ihr jetzt den Safe öffnen, Leute. So, passt auf, wenn ihr den Safe öffnet, dann werden eine Menge Höllenhunde spawnen und es wird ein Alarm läuten und die Höllenhunde spawnen so lange, bis der Alarm vorbei ist. In dem Safe habt ihr jetzt ein Cypher und ein beliebiges Perk, bei mir war es jetzt das Grabstein-Perk. Und ja, das war's dann mit dem Video, Leute. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Video.